So, da melde ich mich zurück und begrüße Sie alle ganz herzlich zu dieser Session zum Thema Teamwork und die neue Team Cloud. Wir gucken uns hier nämlich zwei verschiedene Möglichkeiten an, im Team kollaborativ, also auch arbeitsteilig in Max Kodea zusammenzuarbeiten. Und da gibt es einen klassischen Weg, den es auch seit vielen, vielen Max Kodea Versionen schon gibt. Die klassischen Teamwork-Funktionen, die wir uns hier anschauen. Und dann möchte ich aber auch auf eine brandneue Funktion hinweisen oder auf ein brandneues Zusatzpaket, was mit Max Kodea 2022, November letzten Jahres, hinzugekommen ist, nämlich die cloud-basierte Variante der Teamarbeit in Max Kodea, eben die Max Kodea Team Cloud. Das sind die Themen heute. Gucken wir uns eine halbe Stunde an, danach 15 Minuten Q&A zu dem Thema. Und bevor wir steigen gleich recht schnell in die Software ein, stelle ich mich mal kurz vor. Mein Name ist André, ich bin Diplom-Sozialwissenschaftler mit Zusatzquali für Gender Studies, habe 5 Jahre in der universitären Methodenlehre gearbeitet, bevor ich mich dann hauptberuflich selbstständig gemacht habe als Methodendozent und Berater und gleichzeitig erster hauptberuflicher Max Kodea Professional Trainer. Und ja, mich kann man buchen ins Graduiertenkolleg, ins Institut, in die Behörde, ins Unternehmen, um qualitative Auswertungen, Erhebungs- und Auswertungsmethoden oder auch deren computergestützte Umsetzung mittels Max Kodea zu vermitteln. So viel zu mir. Fühlen Sie sich frei, mich zu duzen und André zu nennen. Und damit springen wir mal rein in die Funktion für heute, für die heutige Session, nämlich ich möchte mal kurz einen Überblick geben über die verschiedenen Modi der Teamarbeit, die wir in Max Kodea haben. Hier die klassischen Modi, die es seit vielen Max Kodea Versionen schon gibt. Und wenn man dann mal in Max Kodea, in das Max Kodea Software Handbuch reinschaut, in das Kapitel Teamwork, und das empfehle ich allen, die planen, im Team zu arbeiten, da mal reinzuschauen, dann werden da 3 Möglichkeiten genannt, wie man das machen kann. Und die erste Möglichkeit ist, wie dort genannt wird, dass man die Max Kodea Projektdatei von Teammitglied zu Teammitglied weiterreicht. Dann wird die Projektdatei sozusagen zum Staffelstab und man kann nur nacheinander daran arbeiten. Aber es ist ja nicht, was man will. Man möchte ja auch potenziell zumindest zeitgleich an einem Max Kodea Projekt arbeiten können, also parallel arbeiten können, arbeitsteilig arbeiten können. Und dafür gibt es natürlich auch Funktionen, die das möglich machen. Und zwar gibt es da 2 klassische Funktionen in Max Kodea. Erstens gibt es eine Funktion, mit der ich 2 Max Kodea Projekte, in denen sich unterschiedliche Dokumente möglicherweise befinden, zu einem großen Projekt zusammenführen kann. Das kann zum Beispiel interessant sein, wenn man bereits in der Datenerhebung arbeitsteilig arbeitet, verschiedene Teammitglieder vielleicht Interviews führen, Fokusgruppen moderieren und danach ja vielleicht ihre Daten selber transkribieren sollen und das vielleicht mit Max Kodea machen, dann entstehen dadurch natürlich pro Teammitglied verschiedene Max Kodea Projektdateien, also eine Datei, ein Projekt pro Teammitglied, in dem die jeweiligen Dokumente drin sind. Und bevor es dann vielleicht in die Codierphase geht oder in die Analysephase, wahrscheinlich schon in die Codierphase, dann wollen wir vorher aus diesen einzelnen Projektdateien eine große Projektdatei machen, damit alle Teammitglieder das Gesamtprojekt zur Verfügung haben. Und da haben wir eben eine Funktion, mit der man relativ schnell in wenigen Klicks aus mehreren Dateien eine machen kann. An dem Punkt, wo wir aber eine Max Kodea-Datei haben, in der alle Dokumente drin sind, und jetzt geht es nur noch darum, dass verschiedene Teammitglieder vielleicht verschiedene Dokumente oder die gleichen Dokumente mit unterschiedlichen Codes kodieren sollen. Also man will dann parallel die Arbeit beginnen, vielleicht eine Explorationsphase, vielleicht eine Kodierphase, vielleicht nachher die Analysephasen, und da wollen wir eben parallel arbeiten. Ab dem Moment haben ja alle Teammitglieder oder ab dem Moment, wo arbeitsteilig gearbeitet werden soll, bekommen alle Teammitglieder eine Start-Max-Kodea-Projektdatei. Das heißt, wir haben eine Projektdatei erzeugt, wo alle Dokumente drin sind und teilen die an die Teammitglieder aus, zum Beispiel, damit die eben Daten explorieren oder vielleicht das erste Mal das Codesystem an bestimmten Daten testen oder ähnliches. Das heißt, wir haben zum Start eine große Max Kodea Projektdatei und geben allen Teammitgliedern diese Projektdatei. Die haben dann alle Kopien der Projektdatei auf der Festplatte und können dann unabhängig voneinander ihre To-Dos in dieser Projektdatei erledigen. Zum Beispiel sollen vielleicht unterschiedliche Teammitglieder an unterschiedlichen Dokumenten das initiale Codesystem testen, um das nochmal zu verfeinern. Ja, und dann wird man eben die Datei aneinander austauschen. Die können parallel und unabhängig voneinander mit Kopien der Projektdatei an ihren Computern arbeiten. Aber nachher kann man dann hingehen und die verschiedenen Arbeiten, die erledigt wurden von den Teammitgliedern, exportieren, um sie dann in ein neues Hauptprojekt zu importieren. Und dann hat man ein neues Hauptprojekt, was Grundlage wahrscheinlich einer Teamsitzung ist, wo man nochmal die Weichenstellung der nächsten Phase bespricht. Und dann geht man in die nächste Phase, gibt wieder allen Teammitgliedern die Hauptdatei und die arbeiten wieder parallel und unabhängig voneinander ihre To-Dos ab und an
am Ende dieser Phase kann man dann wieder hingehen und die Arbeiten, die die verrichtet haben, in einer Hauptdatei synchronisieren. Dann ist wahrscheinlich wieder eine Teamsitzung. Nach der Teamsitzung wird das Ganze wieder ausgeteilt. Das ist relativ einfach zu klicken. Gucken wir uns jetzt sofort an. Und dann gucken wir uns noch die Benutzerinnenverwaltung an. Wir gucken uns sogar als erstes an. Da kann ich nämlich verschiedenen Benutzerinnen, zum Beispiel Postdocs oder Hilfskräften, verschiedene Rechte zuweisen. Was dürfen sie in der Projektdatei machen? Hilfskräfte, die vielleicht fürs Transkribieren da sind, sollen nicht unbedingt Codes oder Dokumente löschen dürfen. Und ja, das gucken wir uns jetzt mal als erstes an. Wenn ich diese klassischen Modi gezeigt habe, dann werde ich auch nochmal die Team Cloud, wie gesagt, die brandneue Cloud-basierte Variante des Teamwork in MaxQDA anteasern. Aber im Kern gucken wir uns jetzt erstmal so die basalen, die grundlegenden Funktionen an, die erstens seit vielen MaxQDA-Versionen schon drin sind und zweitens auch kostenlos sind, denn die Team Cloud ist ein kostenpflichtiges Zusatzpaket. Also die klassischen Teamwork-Funktionen MaxQDA, die finden wir alle im Startmenü und zwar in dem Button Teamwork oder auch daneben der Button Projekte zusammenführen. Beides sind Teamwork-Funktionen und ja, damit haben wir sie auch alle hier zusammen. Das Erste, was man machen kann, wenn man ein Projekt aufsetzt oder was man recht früh dort machen kann, ist die Benutzerinnenverwaltung einzuschalten. Ich als jemand, der hier vielleicht der Admin in diesem Projekt bin oder die Projektleitung, kann die Benutzerinnenverwaltung für diese MaxQDA-Datei erstmals einschalten und muss mir jetzt selbst ein Passwort geben. Wenn ich das gemacht habe, ist jetzt diese Projektdatei mit diesem Passwort geschützt. Ich müsste meine Benutzerinnendaten, meine Benutzerdaten und mein Passwort eingeben, um jetzt erstmal hier ins Projekt reinzukommen. Und ich, da ich gerade die Benutzerinnenverwaltung eingeschaltet habe, wurde hier mit meinem Benutzernamen im MaxQDA zum Admin gemacht. Ich habe sie eingeschaltet und werde damit automatisch zum Admin. Ich darf, wie man hier rechts sieht, alles. Was wir links haben als Ordner, das sind im Prinzip verschiedene Rechte-Level und ich kann jetzt hingehen und zum Beispiel auf Level 3 gehen. Das sollen vielleicht die Hilfskräfte sein, die nur fürs Transkribieren da sind oder fürs Korrigieren von Transkriptionsflüchtigkeitsfehlern oder ähnliches. Die sollen natürlich viele Dinge nicht dürfen oder brauchen sie nicht. Und damit sie nicht aus Versehen was machen, was kaputt machen, kann man ihnen dann zum Beispiel per se sagen, sie dürfen keine Codes löschen, sie dürfen keine Memos löschen und so weiter. Und so kann ich hier links nämlich auf verschiedene Ebenen klicke, Level 1, Level 2, Level 3, diese Level mit Rechten, die hier auf der rechten Seite zu sehen sind, ausstatten. Das macht einfach Sinn, in der Teamsitzung sich gemeinsam mal davor zu setzen und zu überlegen, wer soll was dürfen. Was sollen die soll die Projektleitung dürfen? Alles. Was sollen die Postdocs und Vimis dürfen? Wahrscheinlich ziemlich viel. Was sollen die Hilfskräfte dürfen? Wahrscheinlich etwas weniger. Am besten in der Teamsitzung hinsetzen und die Liste zusammen durchgehen und zusammen überlegen, wer soll was dürfen. Und dann kann ich hier einfach links auf diese Icons klicken, um zu sagen, hier Level 3, was für mich vielleicht die Hilfskräfte sind, die sollen folgende Sachen dürfen, nicht dürfen. Also einfach hier links draufklicken und zustimmen, was erlaubt ist und was nicht. Und dann kann ich auch nachher hingehen und hier die Person schon anlegen. Ich klicke hier mal auf Level 3. Ich merke mir, das sind die Hilfskräfte und dann klicke ich auf Benutzerin anlegen. Jetzt wird hier neue Benutzerin angelegt und ich weiß, vielleicht eine Hilfskraft ist der Michael irgendwas. Ja, dann lege ich den schon mal als Namen hier an. Und wenn der Michael irgendwas dann diese MaxQDA Projektdatei nachher bekommt und die öffnet, ja, und er ist bei MaxQDA als Michael irgendwas angemeldet, dann wird er sich auch selbst ein Passwort geben können und anschließend in die Projektdatei reinkommen. Und dann darf er nur das, was hier auf Ebene von Level 3 eben gestattet ist. Das sollte man relativ früh in der Teamsitzung machen und wie gesagt, dann kann auch nicht so schnell was kaputt gemacht werden, aus Versehen. Nochmal, im Startmenü unter Teamwork, Benutzerinnenverwaltung finden wir das Ganze. Ja, jetzt sagen wir mal, haben wir hier zwei Projekte, stellen wir uns mal ein kleines Team vor. Es gibt immer meine Projektdatei, die ich auf die linke Seite vom Bildschirm ziehe und dann gibt es noch immer eine Mitarbeiterin und deren Datei ziehe ich mal auf die rechte Seite vom Bildschirm. Und angenommen, wir wären in der ganz frühen Phase der Datenerhebungsphase. Ich habe hier links Daten erhoben und transkribiert. Die Mitarbeiterin rechts hat auch Daten erhoben und in dem Fall transkribiert. Und jetzt haben wir ganz am Anfang des Projektes wegen dieser arbeitsteiligen Datenerhebungsphase unterschiedliche Projektdateien. Wir wollen natürlich aus den verschiedenen Projektdateien eine große machen, in der alle Dokumente drin sind. In dem Fall hat sie nicht nur die Daten gesammelt und transkribiert, sondern ich habe ihr auch schon das initiale Codesystem gegeben, damit sie, wenn sie mal eine Pause vom Transkribieren braucht, einfach schon mal loslegen kann und das Codesystem an eins ihrer ersten Interviews durchtesten kann. Ja. Jetzt zeige ich mal, wie man ein Codesystem von einem Projekt auf ein anderes übertragen könnte. Denn am Anfang hatte sie die Codes
mit den Memos, in denen sich die Code-Definitionen drin befinden, ja noch nicht. Und wenn ich Mitarbeiterin jetzt mein Codesystem, was ich vielleicht bei mir in der Praktika initial aufgesetzt habe, geben möchte, dann gehe ich einfach ins Codes-Menü, auf Codesystem exportieren im MaxQDA Codesystem-Format. Und dann kann ich eine Codesystem-Datei speichern und hätte die Mitarbeiterin diese jetzt noch nicht gehabt. Ja, wir gucken jetzt mal weg von meinem Projekt, rein in das Projekt der Mitarbeiterin. Hier rechts, ja, die Mitarbeiterin geht dann auch wieder ins Codes-Menüband, dort aber auf Codesystem importieren, wählt die Datei aus, die ich hier gerade gespeichert habe und die ich ihr dann hätte geben müssen, per E-Mail-Anhang, USB-Stick, Cloud, Netzlaufwerk, ganz egal. Und dann kann sie hier die Codes, das Codesystem mit Definition importieren und so wird das dann hier eingefügt werden, so wie es bei mir aussieht. Und dann hat sie damit einen Test durchgeführt. Und jetzt wollen wir, wie gesagt, mal die ganzen Dokumente, also ihre und meine Dokumente, in einem Projekt fusionieren, ein erstes Hauptprojekt erzeugen. Die Mitarbeiterin kann, wenn sie fertig ist mit ihren To-Dos, also Daten erhoben und transkribiert hat, möglicherweise noch Codesystem getestet hat, geht die Mitarbeiterin einfach hin, schließt ihre MaxQDA-Projektdatei und schickt mir die dann anschließend zu. Das kann auch wieder über Cloud, Netzlaufwerk, E-Mail-Anhang passieren, das ist ganz egal. Wenn mal die Frage auftaucht, ja, aber wo ist denn die MaxQDA-Projektdatei und wie schickt man die denn einer anderen Person zu? Das sehe ich hier immer in der Titelleiste von MaxQDA ganz oben. Da sehe ich ja, in welcher Datei wir gerade drin sind und wo die sich auf der Festplatte befindet. Zum Beispiel auf der C-Festplatte, Users, Info, Desktop. Also letztendlich liegt die Datei bei mir hier auf dem Desktop und sie heißt Projekte zusammen. Sie heißt 1 Projekte zusammenführen, zweite Datensatz MX22. Diese Datei, die ich hier oben sehe, die nimmt die Mitarbeiterin mir, nimmt die sich einfach und schickt die mir irgendwie. Ganz egal, welchen Übertragungsweg sie wählt. Hauptsache, ich habe diese Datei. Und ich gehe dann in mein Hauptprojekt oder in mein Projekt rein. Ja, ich sage jetzt, das ist das Projekt, wo nachher das große Hauptprojekt raus werden soll. Ich möchte jetzt das, was die Mitarbeiterin gemacht hat, hier importieren in mein Hauptprojekt. Ich gehe dann ins Startmenü und klicke auf den Button Projekte zusammenführen. Wähle dann die Projektdatei aus, die Mitarbeiterin mir geschickt hat. Da ist sie, da ist die Arbeit der Mitarbeiterin, ihre MaxQDA-Projektdatei. Wähle sie aus. MaxQDA wirft jetzt mal einen Blick rein und dann muss ich hier möglicherweise noch ein paar Entscheidungen treffen. Und zwar haben wir hier oben 3 Elemente, die kann es nur einmal pro Projekt geben. Es kann in einem Projekt nur ein Wurzelmemo geben, ein Projektmemo mit allgemeinen Projektinfos. Es kann auch nur ein Logbuch, ein Forschungstagebuch pro Projekt geben. Und auch wenn Sie und ich den gleichen Code haben und wir beide an diesem Code ein Code-Memo, also eine Code-Definition dranhängen haben, auch dieser Code, ja, den wir beide haben, kann letztendlich nur ein Code-Memo haben. Und manchmal kollidieren diese Sachen. Zum Beispiel hat Sie und ich, wir haben beide ein Code-Größe-Weltprobleme und auch ein Subcode-Klima. Und da hängt ein Code-Memo dran. Jetzt ist die Frage, welches Code-Memo soll beim Fusionieren gewinnen, meins oder ihres? Hätte sie jetzt einen Auftrag gehabt, auch direkt bei der Testkodierung Änderungen der Code-Definition vorzuschlagen, dann würde ich wahrscheinlich ihr Projekt, ihre Memos mitnehmen. Das heißt, ihr größtes Weltproblem Klima-Memo, ihre Code-Definition, überschreibt meine. Wenn sie jetzt nicht den Auftrag gehabt hätte, da was dran zu ändern, dann könnte ich zum Beispiel, dann ist es letztendlich egal, welche Version ich nehme. Denn das ursprüngliche Codesystem mit Definition hat sie ja von mir bekommen. Und wenn sie nichts daran geändert hat, dann ist es im Prinzip egal, ob ich sage, meine Code-Definition oder ihre sollen übernommen werden. Sie sind ja in dem Fall wegen diesem Workflow inhaltsidentisch. So, sagen wir aber, sie hat den Auftrag gehabt, Code-Definition zu verbessern. Dann würde ich jetzt hier sagen, in dem Fall, dass sie und ich den gleichen Code haben, beide Code-Memos haben, sollen ihre Code-Definition meine überschreiben, weil ihre aktueller sind. Und hier unten, da kann ich noch sagen, ob gleichnamige Dokumentgruppen und Sets zusammengefügt werden sollen. Das würde ich machen, denn dann landen Ihre Fraueninterviews direkt auch in meinem Ordner, Interviews Frauen. Und bereits vorhandene Dokumente nicht einfügen, das ist in dem Fall eh nicht gegeben. Sie hat komplett andere Dokumente, deshalb egal, ob ich den Haken setze oder nicht, kommt eh das Gleiche bei raus. Kann ich das hier mit OK bestätigen. Und jetzt sagt MaxQDA noch, dass es in dem Standard-Backup-Ordner, der den Einstellungen als Backup-Ordner definiert ist, den Ist-Zustand, den gegenwärtigen Ist-Zustand meines Hauptprojektes reinlegt. Und wenn ich das bestätige, also ja, ich habe verstanden, es gibt ein Backup meines Hauptprojekts, wie es jetzt noch aussieht. Wenn ich das erstmal bestätigt habe, dann werden auch die Daten
von der Mitarbeiterin ergänzt. Und wir sehen hier, hier wurden jetzt ihre Fraueninterviews ergänzt und auch die Codierungen und andere Arbeiten, die sie rund um diese Dokumente gemacht hat oder alles andere, was sie hier in MaxQDR gemacht hat, vielleicht Codes erzeugt, vielleicht Codierungen gemacht, vielleicht Memos geschrieben, all das wurde jetzt von der Mitarbeiterin in mein Hauptprojekt reingebracht und jetzt haben wir eine Hauptprojektdatei. Vom Workflow ist es so, dass Teamarbeit, qualitative Teamarbeit oder generell Teamarbeit ja in Phasen verläuft und wir haben jetzt sozusagen eine Projektdatei vorbereitet, in der alle Daten drin sind. Vielleicht haben wir auch schon ein initiales Codesystem entwickelt und getestet und jetzt wollen wir vielleicht hingehen und die Daten arbeitsteilig kodieren. Das ist jetzt möglicherweise die nächste Phase, nachdem wir eine große Projektdatei haben. Wie gesagt, wir würden jetzt an der Stelle erstmal diese Projektdatei, diese Hauptdatei, die wir gerade erzeugt haben, an die verschiedenen Teammitglieder austeilen. Und dann würden wir die mit Unterschieden mit To-Dos versorgen, was sie dann machen sollen. Und das gucken wir uns jetzt mal kurz an in MaxQDR. Übrigens, dieses Ablaufschema, was ich gerade gezeigt habe, darauf komme ich nochmal zurück, wo sie es herbekommen. Und ich verweise gleich nochmal auf einen Guide, der sehr viel auch das Thema Workflow, nicht nur die Softwaretechnik des Teamwork, sondern auch den Workflow, Teams zu organisieren für qualitative Forschung behandelt, werde ich Ihnen gleich noch als Ressource geben. Das ist eine kostenlose Publikation, die Sie sich direkt runterladen können. Gut, wir haben jetzt hier eine Projektdatei in zwei Versionen. Links die Projektdatei, mit der habe ich gearbeitet und ich habe alles kodiert, außer den Lukas. Und hier rechts die Mitarbeiterin, die hat auch diese Start-Projektdatei mit allen Dokumenten bekommen und von mir noch das To-Do, den Lukas zu kodieren. Also sie hat jetzt Lukas kodiert, der bei mir noch nicht kodiert ist. Und sie hat auch hier im Codesystem einzelne neue Codes generiert. Und zwar sehen wir hier unter größte Weltprobleme auch die Codes Hunger und Überbevölkerung, die ich links bei mir nicht im System hatte. Wenn sie hatte den Auftrag, wenn das Codesystem nicht erschöpfend ist und sie das merkt, dass sie die Erlaubnis hat, induktiv oder ja induktiv neue Codes aus dem Material zu generieren. Und das ist hier im Prinzip passiert. Und jetzt möchten wir alles, was die Mitarbeiterin gemacht hat und auch weitere Mitarbeiterinnen gemacht haben, wahrscheinlich vor der nächsten Teamsitzung mal zu einer großen Hauptdatei wieder fusionieren, die wir dann anschließend als Grundlage der Teamsitzung vielleicht auch in der Teamsitzung noch weiter bearbeiten und dann wieder für die nächste Phase an alle austeilen, die dann wieder parallel daran arbeiten, wie es jetzt auch geschehen ist. Was soll jetzt die Mitarbeiterin machen, damit ich ihre Arbeiten habe? In dem Fall schickt sie mir nicht nur ihr ganzes Projekt zu, könnte sie machen, aber dann müsste ich als Teamleitung mehr klicken. Schöner wäre es, wenn alle Teammitglieder hingehen, ins Startmenü, auf Teamwork und dann auf Teamwork Export. Hier können die Teammitglieder auswählen, mit welchen Dokumenten sie gearbeitet haben. Und da gibt es unterschiedliche Modi. Manchmal macht man es so beim arbeitsteiligen Codieren, dass man sagt, wir teilen die Dokumente auf. Jede Person ist für einen Anteil der Dokumente verantwortlich. Oder man könnte beim arbeitsteiligen Codieren auch sagen, wir teilen das Codesystem auf. Alle Teammitglieder müssen alle Dokumente codieren, aber mit unterschiedlichen Codes. Also sozusagen, man kann den Fokus auf Fälle legen, ja, die Fälle aufteilen, die Dokumente aufteilen oder auch die Codes aufteilen. Und in dem Fall haben wir die Dokumente aufgeteilt. Sie hat ja nur Lukas kodiert oder mit Lukas gearbeitet, also wählt sie hier auch nur Lukas aus. Und potenziell hat sie mit allen Codes gearbeitet. Sie durfte jedenfalls alle Codes verwenden. Ob sie es dann konkret gemacht hat, ist nochmal eine andere Frage. Aber sie durfte alle verwenden. Deshalb lassen wir hier alle Codes angeklickt. Andersrum könnte es auch sein, dass, wie gesagt, sie vielleicht mit bestimmten Codes alle Dokumente kodieren sollte, dann würde ich natürlich alle Dokumente und hier nur die entsprechenden Codes auswählen. Aber in dem Fall ist die Auswahl genau richtig. Und jetzt kommt sie in ein Speichernfenster und kann ihre Exchange-Datei schreiben. Ja, zum Beispiel ja, könnte sie das Ganze jetzt, keine Ahnung, Daten kodiert in Klammern Sarah oder was auch immer nennen. Und was hier speichert, das ist eine MEX22-Datei. Das ist eine MaxQDR Exchange-Datei, also für den Austausch von analytischen Elementen zwischen MaxQDR Projektdateien. Und was jetzt in dieser Exchange-Datei drin ist, ist dieses Dokument Lukas, beziehungsweise alles, was um dieses Lukas-Dokument rum entstanden ist. Codierungen, Memos, möglicherweise Paraphrasen, Variablen, Summaries, alles, was es so gibt, was man an analytischen Elementen MaxQDR hat, was an Dokumenten mit Dokumenten zusammenhängt, das wird jetzt exportiert. Jetzt kann die Mitarbeiterin ihr Projekt schließen und mir diese Exchange-Datei, die sie gerade erzeugt hat, wiedergeben.
Das ist wieder über alle möglichen Transportwege möglich, Cloud, Netzlaufwerk, Stick, was auch immer. Und ich gehe dann auch bei mir in meinem Hauptprojekt ins Startmenü, auf Teamwork und auch auf Import. Klicke auf Datei auswählen und wähle jetzt diese Datei wieder aus, die sie mir gerade zugeschickt hat. Also hier, Daten kodiert Sarah MX22. Max QDR wirft einen kurzen Blick rein und entdeckt da drin Elemente rund um mein Dokument Lukas und fragt mich, ob das der Lukas ist, der bei mir auch so heißt. Das ist natürlich der Fall. Nur wäre ich so dumm gewesen und hätte, während Sarah mit Lukas arbeitet, den Lukas umbenannt, dann könnte ich hier manuell nochmal auswählen, wie heißt das Dokument jetzt bei mir. Aber da ich das nicht machen würde, wenn andere Personen mit dem Dokument arbeiten, es in der Hauptdatei umzubenennen, kann ich eigentlich dieses Fenster immer mit weiter bestätigen. Jetzt eben die ganzen Codes, mit denen potenziell zumindest gearbeitet wurde. Da werden mir auch nochmal die Codes, die gerade neu generiert wurden von der Mitarbeiterin Hunger und Überbevölkerung, grün hervorgehoben. Muss ich nur bestätigen. Und jetzt guckt MaxQDA oder listet MaxQDA alle analytischen Elemente auf, die die Mitarbeiterin erzeugt hat. Sie hat nämlich Datensegmente kodiert. Sie hat auch Variablenwerte, also Variablen-Hintergrundinfos, quantitative Hintergrundinfos für die qualitativen Daten, möglicherweise Geschlecht, Alter und sowas. Und auch Code-Memos. Ja, mehr hat sie hier nicht gemacht. Es können jetzt sein, dass sie noch so Elemente wie Paraphrasen, Summaries und so weiter aufplöppen. Hat sie aber in der Phase noch nicht mitgearbeitet. Aber wenn, dann wären die hier auswählbar. Ja, und hier kann ich wieder sagen, was ich übernehmen möchte, im Zweifelsfall alles, und das Ganze dann importieren. MaxQDA sagt mir erneut, dass es ein Backup des Ist-Zustands meines Hauptprojektes in Standard-Backup-Partner reinlegt. Und wenn ich das bestätige, dann erst beginnt der Teamwork-Import. Und jetzt sehen wir hier bei Lukas, der hatte gerade noch 0 Codierungen, dass er jetzt 12 Codierungen hat. Und wir sehen außerdem, dass unser größtes Weltproblem jetzt auf einmal die beiden Codes Hunger und Überbevölkerung, die eben in diesem Lukas-Dokument verwendet wurden, aufgetaucht sind. Und damit haben wir jetzt alles, was die Mitarbeiterin gemacht hat, hier importiert. Und das würde ich, wenn ich jetzt mehr im Team hätte, auch mit den anderen Mitarbeiterinnen nach und nach machen, deren Exchange-Dateien importieren. Und dann hätten wir eine neue Hauptdatei und dann würden wir wahrscheinlich in der Teamsitzung wieder drüber sprechen, in der Teamsitzung vielleicht an dieser Datei auch noch was ändern. Und dann teilen wir die nachher zusammen mit To-Dos für die nächste Arbeitsphase wieder an die Teammitglieder aus. Und so läuft das dann Runde für Runde. Es wird quasi parallel aneinander vorbei gearbeitet. Aber dann, wenn die Arbeitsphase vorbei ist, dann werden eben die Fortschritte der verschiedenen Teammitglieder exportiert und in eine Hauptdatei importiert, die dann wieder ausgeteilt wird. Das ist die klassische Variante, mit MaxQDA im Team zu arbeiten, bei der eben der Teamwork ja manuell geschieht. Ich muss Dokumente exportieren, ich muss Exchange-Dateien exportieren. Als Mitarbeiterin und als Teamleitung muss ich diese entgegennehmen und importieren. Und ja, das ist dann mit Dateien hin und her schieben verbunden. Was es jetzt Neues gibt in MaxQDA 2022, ist eben die Team Cloud, also cloudbasierte Lösung des Ganzen. Das ist ein kostenpflichtiges Erweiterungspaket. Das heißt, wenn Sie für Ihr Forschungsprojekt Lizenzen besorgen, dann können Sie im Shop von MaxQDA direkt mit angeben, dass Sie eine Team Cloud-Lizenz haben wollen. Die braucht man nur einmal, im Prinzip nur das ganze Projekt oder die Projektleitung oder das Institut kauft sich diese Teamwork-Lizenz und dann können da bis zu 5 Teammitglieder in diesem Team arbeiten und cloudbasiert zusammen an einem Projekt tätig sein. Und dabei werden die Daten dann eben über eine Cloud ausgetauscht, was einfacher funktioniert, als Dateien hin und her zu schieben. Das ist natürlich DSGVO-konform, steht in Frankfurt, der Server. Und auch hier ist das Konzept aber wieder, die einzelnen Teammitglieder analysieren oder arbeiten in der Projektdatei offline und parallel zueinander und unabhängig voneinander. Das heißt, Sie könnten auch, wenn Sie auf Reise sind, auf jeden Fall Ihre Arbeiten erledigen. Sie brauchen nicht die ganze Zeit eine Internetverbindung zur Cloud. Nur, Sie müssen dann irgendwann, wenn Sie Ihre To-Dos erledigt haben, auf einen Upload-Button klicken. Und ich als Teamleitung muss dann auf einen Download-Button klicken und so bekomme ich dann die arbeitenden Teammitglieder in mein Projekt rein. Wir müssen keine Dateien mehr austauschen. Teammitglieder müssen nur auf Upload klicken. Ich muss nur auf Download klicken und dann zack, ist das neue Hauptprojekt da. Und dann kann ich nochmal auf Upload klicken nach einer Teamsitzung und dann haben auch alle Teammitglieder diese neue Variante. Also auch da haben wir so ein Phasenmodell oder so ein Vorgehen Schritt für Schritt, Phase für Phase. Und innerhalb der Phase arbeiten die Leute parallel und offline, aber gegen Ende der Phase werden dann die Daten wieder synchronisiert, Teamsitzung und dann geht es in die nächste Phase rein.
Ja, wie gesagt, ich als Teamleitung bräuchte eine Lizenz oder ein Institut bräuchte eine Lizenz und dann könnte ich beliebig viele Projekte mit dieser Lizenz erstellen und da bis zu 5 Teammitglieder einladen, die dann mit mir zusammen daran arbeiten können. Und dann werden nicht nur die Dokumente, die analytischen Elemente, die erzeugt werden, sondern auch die Kommunikation über diese Software organisiert. Wichtig dafür zu wissen, jedes Teammitglied braucht ein Team-Cloud-Konto. Dafür geht man einfach auf die MaxQDR-Webseite. Auf der MaxQDR-Webseite oben rechts haben wir den Button Login und darunter, dahinter den Button MaxQDR Team Cloud. Ich habe jetzt ein Benutzer ein Konto, aber wenn noch keins da ist, müssen alle Teammitglieder sich so ein Konto erstellen. Das ist auch kostenlos, nur ein paar Daten eingegeben und zack, kriegt man eine E-Mail und hat hier das Team Cloud Konto. Und jetzt kann ich als Teamleiter hingehen. Ja, ich habe auch eine Lizenz und kann damit Online-Projekte, also Cloud-Projekte starten und ich kann jetzt in meine Cloud-Projekte einfach meine Teammitglieder einladen, also denen einen Einladungslink schicken, indem ich hier meine deren E-Mail-Adresse eingebe. Ja, hier trage ich die Adresse der Teammitglieder ein und dann werden die eingeladen und können mein Projekt, können diesem Projekt hinzukommen. Ich zeige jetzt nochmal ganz kurz die Team Cloud. Die hat hier ihr eigenes Menü. Und was ich das erste Mal machen muss, wenn ich hier reinkomme, ist erstmal mich anmelden mit meinem Team-Cloud-Konto. Ja, also ich kann es mal ganz kurz zeigen, wenn ich MaxQDR starte, eine Sekunde. Dann haben wir auf dem Startbildschirm von MaxQDR inzwischen auch so einen Reiter, der Team-Cloud heißt. Ja, hier sehe ich meine Offline-Projekte. Das ist der Bereich, den wir schon immer in MaxQDR hatten. Und was jetzt neu auf dem Startbildschirm ist, ist hier die Teamprojekte, der Reiter Teamprojekte. Und da müsste ich mich vielleicht das erste Mal mit den Daten, die ich mir selbst soeben gegeben habe, als ich ein Konto auf der MaxQDR-Webseite erstellt habe, müsste ich mich jetzt erstmal einloggen hier. Aber in meinem Fall habe ich meine Benutzerin-Daten schon eingegeben, bin eingeloggt und angenommen, ich hätte hier so ein Offline-Projekt auf der Festplatte, was noch relativ früh ist vom Entwicklungszustand und ich möchte das jetzt an mein Teammitglied austeilen, dann gehe ich einfach in dieses Projekt rein, gehe auf Team Cloud und klicke auf Projekt für Team hochladen. Hier kann ich noch einen Namen geben, Klimawandel heißt es vielleicht. Hier unter Kommentar kann ich sagen, was ist der Status Quo, ja, zum Beispiel alle Dokumente importiert, initiales Codesystem erzeugt oder sowas. Und dann kann ich auch hingehen und die To-Dos direkt listen. Zum Beispiel soll vielleicht die Stefanie die Dokumente 9 und 10 kodieren oder sowas. Ja, und das hier das kommuniziere ich jetzt meinen Teammitgliedern, also was ist der Status Quo, was sind deren To-Dos und dann lade ich das Projekt hoch. So. Kann ein paar Sekunden eben dauern. Und fertig ist es. Jetzt ist dieses Projekt, was zunächst noch auf meiner Festplatte existierte, in der Cloud drin. Und jetzt kann ich hier auf den Button Teammitglieder einladen klicken. Und dann ploppt die Webseite auf, die wir gerade schon mal kurz gesehen haben. Das ist jetzt gerade bei mir am zweiten Bildschirm passiert. Diese Webseite ist gerade aufgegangen. Dieses Projekt habe ich hier gerade neu in die Team Cloud reingepackt. Bisher bin nur ich als Teamleitung da drin, aber ich kann jetzt neue Teammitglieder einladen. Hauptsache, sie haben sich vorher schon mal ein Team Cloud-Konto kostenlos erzeugt. Dann kann ich die jetzt einladen und die können diesem Projekt hinzukommen. Und wenn die dann MaxQDR starten und ebenfalls ihre Teamcloud-Benutzerin-Daten eingeben und dann hier in das Teamcloud-Menü gehen, dann können sie hier jetzt das Projekt runterladen. Oder auch auf dem MaxQDR-Startbildschirm, den wir gerade gesehen haben. Wenn die da auf Teamprojekte klicken, haben Benutzerinnen-Namen eingegeben, dann sehen sie dort ihr Teamprojekt. Ich zeige es nochmal ganz kurz. Ja, hier Teamprojekte und jetzt sehe ich hier 3 Teamprojekte habe ich gerade laufen. Eine Benutzerin, die erstmals zum Teamprojekt eingeladen wurde, die würde hier jetzt eben nur 1 sehen, könnte da doppelt draufklicken und dann wird das Projekt aus der Cloud runtergeladen und sie hat es bei sich auf der Festplatte und kann darin arbeiten. Und jetzt kann hier jeder parallel seine To-Dos erledigen und wenn ich meine To-Dos erledigt habe, sowohl als Teammitglied als auch als Projektleitung, wenn ich als Teammitglied meine To-Dos hier drin erledigt habe, dann klicke ich einfach nachher auf Projekt hochladen wieder.
Ja, und bei mir als Teamleitung ploppt dann unter letzte Aktivitäten die Information auf, dass eine Mitarbeiterin fertig ist und ihre Sachen hochgeladen hat. Vielleicht hat die mir auch noch einen kleinen Kommentar geschrieben. Und dann werden nach und nach die Mitarbeiter fertig mit ihren To-Dos und morgen ist eine Teamsitzung. Dann gehe ich einfach auf Daten meines Teams importieren, sehe dann, welche Teammitglieder da was gemacht haben und kann deren Inhalte ganz gezielt importieren und so eine neue Hauptdatei schaffen. Und dann sprechen wir wieder darüber, ändern vielleicht noch an dieser Hauptdatei was in der Teamsitzung und danach gehen wir wieder alle nach Hause oder vielleicht sind wir eh zu Hause wegen Corona, aber dann arbeitet wieder jeder für sich in der Arbeitsphase und die Teammitglieder gehen dann alle ganz simpel nur auf importieren oder Download heißt es dann bei Ihnen, laden sich die neue Version der Projektdatei runter, arbeiten da drin, laden sie hoch. Ich lade diese Arbeiten in meinem Hauptprojekt herunter, wir sprechen drüber und anschließend lade ich das hoch. Also damit reduziert sich quasi die Teamarbeit auf den Button Download und Upload. Und wir können sowohl analytische Elemente darüber austauschen, aber auch Dokumente. Sagen wir mal, in irgendeiner Phase speist eine Mitarbeiterin nochmal 10 neue Interviews rein und sie wirft einfach die Interviews bei sich in die Liste der Dokumente, kodiert dann Daten oder macht andere To-Dos, die ich ihr gegeben habe und klickt dann irgendwann auf Upload und ich klicke auf Download. Dann habe ich nicht nur ihre analytischen Elemente wie Kodierung, sondern wie gesagt auch neue Dokumente, die sie eingefügt hat. Und wie gesagt, wir können die ganze Zeit auch über diese Team Cloud miteinander kommunizieren. Also ich kann To-Dos verteilen, die Mitarbeiterinnen können sagen, wann, was sie gemacht haben und so weiter. Und ja, das ist die Team Cloud Variante, die eben dieses, erstens, sie haben nur einen Teamwork Modus. Ich habe ja so eben zwei Buttons gezeigt, diesen Teamwork Export Import und diesen Button Projekte zusammenführen. Bei der Teamcloud-Variante haben Sie da keine Unterscheidung. Ja, egal, ob Sie neue Codierung machen, neue Dokumente importieren, es ist immer wieder einfach nur der Button. Upload, Download, alles wird darüber gemanagt. Das ist ein Vorteil der Teamcloud. Zweitens, Sie sparen sich dann dieses Austauschen von Exchange-Dateien über Cloud, Netzlaufwerk oder ähnliches. Das macht dann ja eben diese Automatisierung bei der Cloud-Variante für Sie. Das sind so die Vorteile der Cloud-Variante, die jetzt ein bisschen kurz gezeigt wurde. Normalerweise zeige ich die auch gerne ausführlich, aber die klassische und die Cloud-Variante in eine halbe Stunde unterzukriegen, ist sehr schwer. Deshalb verweise ich darauf, dass ich so alle 2 Monate für MaxQDR-Hersteller Free-Webinare gebe zur Team-Cloud. Und da gibt es auch schon eine Videoaufzeichnung von. Die findet man sowohl auf dem YouTube-Kanal von MaxQDR Verbi als auch auf meinem YouTube-Kanal, für den ich hier mal Werbung machen möchte. Auf meinem YouTube-Kanal gibt es zum einen viele Videos von Free-Webinaren, die ich regelmäßig für die MaxQDR-Hersteller im Auftrag des MaxQDR-Herstellers gebe, aber auch viele Videos, die speziell für diesen Kanal produziert wurden. Zum Beispiel hier das Video Arbeitsteilung und Teamarbeit in der qualitativen Forschung, wo ich einfach mal nicht softwaretechnisch, sondern methodisch und Workflow organisatorisch darüber spreche, was sind eigentlich überhaupt die Voraussetzungen, um zum Beispiel Codierung oder Analyse in qualitativen Projekten arbeitsteilig gestalten zu können. Also da geht es dann nicht um Software, sondern eher um die Workflow und methodische Ebene, um diese Dimensionen des Teamwork-Themas. Also hier mal im Auge behalten, wenn Sie weiteren kostenlosen Input suchen. Link habe ich Ihnen gerade in den Chatraum kopiert. Dann gibt es auch einen Guide oder inzwischen seit kurzem 2 Guides, nämlich im Teamarbeiten mit MaxQDA, wo wir die klassischen Teamwork-Funktionen zeigen, aber nicht nur die Software-Technik in MaxQDA erklären, sondern auch den Workflow. Wie macht es Sinn eigentlich überhaupt, qualitative Teamforschungsprojekte aufzusetzen, wenn es darum gehen soll, dort arbeitsteilig zu arbeiten? Und da haben wir dann dieses Ablaufschema, aber auch eine Checkliste, wo Sie Phase für Phase sehen, was sollen wir im Team besprechen, unabhängig von der Software, Workflow organisatorisch, und was sollen wir in MaxQDA machen, um in der Software das auch alles richtig zu haben. Diese Dimensionen werden hier in diesem Guide zusammengedacht und das hier ist meine Begleitseite dazu, wo Sie sich eben auch das Ablaufschema und den, die Checkliste runterladen können. Von hier aus kommen Sie aber auch direkt auf die Seite, wo Sie sich den Guide kostenlos runterladen können. Und zwar ist das MaxQDA Press, der MaxQDA eigene Open Access Verlag. Und wenn wir auf dieser Verlagsseite mal unter Guides gehen, dann finden wir dort übrigens nicht nur die deutsche Variante, sondern auch die englische Übersetzung dieses Guides. Und jetzt ganz brandneu, letzte Woche erschienen, ist die Team Cloud Variante dieses Guides. Ja. Das hier, Datenanalyse im Team mit der MaxQDA Team Cloud, ist im Prinzip von der Idee, vom Workflow auch dieser Guide, den ich zuvor gezeigt habe, nur ja, der
Guide im Teamarbeiten mit Max QDA zeigt klassischen Teamwork-Funktionen und der Guide Datenanalyse im Team mit Max QDA Team Cloud ist die gleiche Idee, aber umgesetzt mit eben dieser brandneuen Team Cloud. Ja, und wenn Sie damit arbeiten, mit einer der Varianten im Team arbeiten oder generell im Team arbeiten, empfehle ich eben ganz stark, schauen Sie mal in diese Guides rein. Wie gesagt, wir reden da nicht nur über die softwaretechnische Ebene, sondern auch über den Workflow, was ist typisch für Forschungsprojekte. Ja, und an der Stelle kann ich vielleicht nur noch mal darauf hinweisen, werbemäßig, dass ich genau dazu Beratung mache. Also mich kann man nicht nur für Workshops, sondern auch für mal Beratung, die vielleicht nur 2 Stunden oder sowas gehen, buchen. Und was ich sehr viel mache, ist Workflow-Beratung, dass ich mit Forschungsprojekten darüber spreche, wie sie sich gedacht haben, vorzugehen, was die Teamarbeit angeht und dann zu gucken, was ist denn typisch, wie kann man es am besten machen, wo sind Punkte, wo man zusammenspricht, wo kann man parallel arbeiten, was muss für Arbeitsteilung zunächst mal geschaffen werden, damit das überhaupt möglich ist und wie setzt man das in der Software um? Also wenn Sie da im Forschungsprojekt Input suchen, methoden-coaching.de ist meine Webseite. Ja, jetzt habe ich Sie mit ein paar Ressourcen versorgt, YouTube, Guide und da haben Sie viel Input. Außerdem gibt es noch hier ein Handout und dieses Handout hier ist eine Übung, da können Sie, also der Großteil dieses Handouts ist in Wirklichkeit eine Übung, nämlich ein Auszug aus meinem Online-Kurs der MaxQDA Fahrschule und da können Sie die Funktion, die ich Ihnen zuerst gezeigt habe, Projekte zusammenführen und Teamwork, Export, Import, beide mal an Beispieldaten durchklicken. Das empfehle ich auch allen, die im Team arbeiten, also sich da wirklich gründlich einzulesen und das auch erstmal an Dummy-Dateien einmal durchzutesten, bevor man das dann letztendlich wirklich mit seinen eigenen Projektdateien im Team macht. Ja, damit habe ich durch die Ressourcenrunde jetzt 7 Minuten überzogen und wir können mal in die Q&A-Runde etwas verspätet rübergehen. Ich mache dafür aber auch ein paar Minuten länger Q&A, als eigentlich angekündigt im Zeitplan. Gut, danke ich erstmal für die Aufmerksamkeit hier im frontalen Teil und dann schauen wir jetzt mal ganz kurz an, was hier so an Fragen reingekommen ist. Ist es auch möglich, ein uni-internes Teamcloud-Konto zu connecten oder muss man auf die Cloud von MaxQDA zurückgreifen? Ja, bei dieser Teamcloud-Variante, die ich gerade gezeigt habe, also das ist dann wirklich von MaxQDA die Cloud. Was Sie natürlich machen könnten, ist sich in Ihrer Serverumgebung an der Uni sich einfach ein Netzlaufwerk anzulegen und dann die klassischen kostenlosen Teamwork-Funktionen von MaxQDA zu nutzen. Dann ist die Cloud, die Sie selber aufsetzen oder das Netzlaufwerk dafür da, diese Exchange-Dateien miteinander auszutauschen, also Teammitglieder, dass die ihre Exchange-Dateien mit ihren Arbeitsfortschritten da reinpacken und ich ziehe sie mir als Projektleitung raus und dann habe ich ein neues Hauptprojekt, das packe ich dann wieder ins Netzlaufwerk. So kann man das natürlich machen. Wenn man jetzt aber eine Cloud-basierte Variante haben will, die geht dann nur über diese von MaxQDA angebotene Cloud-Lösung. Ist es auch möglich, mit der Teamcloud standortübergreifend zu arbeiten? Wie wäre damit umzugehen, wenn mehr als 5 Personen Cloud-Zugriff benötigen, 2 Lizenzen kaufen? Ja, das ist eine Einschränkung. Das ist einfach eine Einschränkung, die bisher da ist. Und ich frage mich auch offen gestanden, ob es nicht besser wäre, die wegzunehmen und es möglich zu machen, mit mehr Personen zu arbeiten. Aber ich befürchte bisher, ist der Status quo, dass diese Cloud-Variante nur bis zu 5 Personen gilt. Und wenn man jetzt 2 Konten hätte, dann wären die auch nicht untereinander connected. Also das ist eine Limitierung bisher. Und ich kann da nur Werbung machen für den Smiley hier oben rechts. Das ist nämlich das Feedback-Formular. Da haben sie auch ein Wunschformular drin. Und sich da zu wünschen, dass diese Limitierung angehoben wird oder ganz wegfällt, dann wissen die Entwickler Bescheid, dass da der Wunsch da ist. Und ich kann das gerne auch nochmal kommunizieren. Aber sozusagen, wenn es mehr Leute wünschen, ist es vielleicht auch nochmal interessanter für die Entwickler, darüber nachzudenken. Das ist sozusagen mein Tipp hier. Nutzen Sie mal ein Smiley mit dem Feedback-Formular, wenn das für Sie wichtig ist. Standortübergreifend arbeiten geht aber. Also wo die einzelnen Teilnehmerinnen jetzt sitzen, das ist völlig egal. Sie müssen einfach nur ein Teamcloud-Konto haben, was wie gesagt kostenlos ist. Und Sie als Teamleitung müssten über die E-Mail-Adressen diese Leute einladen. Aber ob die an verschiedenen Standorten, in verschiedenen Serverumgebungen oder was hängen, das ist völlig egal dann. Genau das meine ich. Ich bezweifle, dass wir die Teamcloud von MaxQDA aus datenschutzrechtlichen Gründen für den Datenaustausch nutzen dürfen. Ja, also es ist eine DSGVO-konforme Cloud, die eben in Frankfurt steht. Das heißt, wenn Sie
Also er liegt jetzt ganz genau dran, was sie unterzeichnet haben. Wenn sie jetzt gesagt haben, wir geben keinen Dritten diese Daten, sie bleiben komplett in unserer Serverumgebung oder sowas drin. Wenn das so explizit in der Geheimhaltungsvereinbarung drinsteht, ja, dann wäre es ein Problem an Drittanbieter, also über Cloud, das zu teilen. Aber wenn es jetzt, in der Standarddatenschutzvereinbarung drinsteht, also es darf nur DSGVO-konform von Dritten weiterverarbeitet oder archiviert werden, dann wäre es möglich, mit der Teamcloud-Variante zu arbeiten. Aber da haben wir natürlich immer, wo es um Teamwork geht oder auch um, also Online-Teamwork oder auch um Transparentmachen von Forschungsdaten. Ja, einerseits will man vielleicht alle Forschungsdaten archivieren, andererseits geben die Geheimhaltungsvereinbarungen den Rahmen vor, in dem man überhaupt nur Daten archivieren darf. Also das kollidiert natürlich immer miteinander, da müsste man für Fall zu Fall gucken, ob es erlaubt ist oder nicht. Im Zweifelsfall, wenn man noch am Datensammeln ist, für die, die das noch gerade am Machen sind, mein Tipp, einfach schon in der Geheimhaltungsvereinbarung vorsehen, dass DSGVO-konform auch Dritte diese Daten verarbeiten dürfen, ja, oder archivieren zumindest dürfen. Also nicht, dass sie da was mitmachen, aber dass sie einen Dienst nutzen, um quasi im Team diese Daten auszutauschen. Das kann man ja so konkretisieren. Wenn man es jetzt noch nicht so hat und eine sehr strikte Geheimhaltungsvereinbarung hat, ja, dann kollidiert das hier mit dem Datenschutz möglicherweise, wäre dann auch bei jeder anderen Form von cloud-basierter Lösung aber der Fall. Danke für den Link. Wissen Sie, warum es nicht möglich ist, eine Cloud zu nutzen? Nee, nicht wirklich. Also diese Team Cloud, die kam jetzt eben im November, wurde hier mit implementiert und das ist jetzt die erste Version dessen. Vielleicht wünschen Sie sich das auch einfach mal. Ja? Also einerseits können Sie hier einen Wunsch äußern. Sie können ja auch Ihre E-Mail-Adresse dahinter lassen und dann bekommen Sie in der Regel auch ein Feedback, wo darauf eingegangen wird und Sie können sich wünschen, dass es möglich ist, dass die Team Cloud auch auf eigenen Clouds aufgesetzt werden kann und auch mal vielleicht die Frage dran setzen, ob das irgendwann möglich sein wird. Ja, ich kann das auch so weitergeben gerne ans Team, aber ja, Sie können das eben auch selber und dann bekommen Sie auch wirklich nochmal eine individuelle Antwort, zumindest wenn Sie danach gefragt haben. Muss mal gerade die Antworten hier aufklappen. Ja, viele Fragen wurden ja auch schon beantwortet, sehe ich gerade von einer MaxQDA-Mitarbeiterin beziehungsweise einer Verbi-Mitarbeiterin, dem MaxQDA-Hersteller. Und jetzt habe ich auch nochmal Antworten dazu gegeben. Und ich glaube, ich habe alles beantwortet. Ich schaue nochmal in den Chat rüber. Ja, bisher habe ich alle Fragen beantwortet, die auf dem Tisch liegen. Gibt es da noch weitere Fragen? Dann können Sie die jetzt sehr gerne stellen. Beziehungsweise nutzen Sie dann jetzt nochmal eben die Gelegenheit, bevor ich die Session schließe. Sieht aber gerade nicht so aus. Ich lese ein Danke, André, und liebe Grüße. Ja, liebe Grüße zurück, mir geht's. Sehen wir uns öfters hier in den Kontexten. Ja, dann, wenn keine Fragen da sind, nochmal als Hinweis, es gibt erstens hier diese Übung als Handout, zweitens auf meinem YouTube-Kanal spreche ich an verschiedenen Stellen über das Teamwork und hier werden bald auch noch mehr Teamwork-Videos erscheinen, aber es gibt schon zum klassischen Teamwork und zur neuen Teamcloud hier ausführlichere Videos von mir, wo ich das genauer erkläre und dann haben wir eben diesen Guide oder im Plural diese Guides in der klassischen Teamwork-Version sowohl in der klassischen Teamwork-Version als auch mit der neuen Teamcloud, die sich kostenlos hier runterladen können von der MaxQDA Press-Webseite. Wie gesagt, auf meiner Begleit-Webseite zu diesem Guide finden Sie aber auch nochmal das Ablaufschema und die Checkliste als ausgekoppelte Dokumente. Ich packe es gerade noch einmal in den Chat rein. So, Chat. Vielen Dank, das war sehr hilfreich und klar. Vielen Dank für die sehr informative Session, sehr gute Anregung. Danke, ganz herzlichen Dank, vielen Dank. Und ja, danke ich allen zurück und wünsche Ihnen, ich gucke gerade nochmal in die Q&A-Spalte, da ist nichts Neues gekommen. Okay, na gut, das waren schneller Inputs. Sie finden aber, wie gesagt, im Internet noch mehr und auf der MaxQDA-Webseite unter Termine, da finden Sie auch Free-Webinare. Ich spreche alle 2 Monate über die klassischen Teamwork-Funktionen in Intercoder-Reabilität live, kostenlos. MaxQDA-Hersteller organisiert dieses Fortbildungsprogramm und spätestens alle 2 Monate spreche ich auch über die Teamcloud, kann man sich aber als Videoaufzeichnung jederzeit auf dem MaxQDA oder meinem YouTube-Kanal anschauen.
Dann wünsche ich Ihnen jetzt alles Gute für Ihre Projekte. Forschen Sie lange und erfolgreich, bleiben Sie gesund und viel Spaß mit den restlichen Max Days Tag. Also, alles Gute für Sie. Ciao, ciao.